Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Janine Hamilton, ich bin die Pressesprecherin der Stiftung und freue mich, heute den ersten feierlichen, festlichen Empfang hier im Haus eröffnen zu können, zumindest Sie kurz begrüßen zu können. Wie Sie sehen, stehen die Stühle hier in der Ihnen mittlerweile wahrscheinlich schon gewohnten Form mit einem gewissen Abstand zueinander. Ich dachte, wir versuchen heute mal, das umzuinterpretieren. Abstand ist ja auch immer nur eine Frage der Perspektive. Wenn wir uns daran erinnern, wo wir alle heute Vormittag waren, sind wir doch jetzt relativ nah beieinander. Und ich hoffe, dieser Gedanke, dieses Gefühl, dass wir hier trotz dieser Bestuhlung in dieser Form, in der Art, wie es jetzt einfach gerade nötig ist, nah beisammen sind und diesen kleinen Festakt miteinander feiern, beflügelt uns ein bisschen und Sie genießen es, hier zu sein. Wir beginnen mit Musik, die gespielt wird von den beiden jungen Musikerinnen hier zu meiner Rechten, zu ihrer Linken, Sarah Perl-Grossart und Rasmus Perl. Sarah Perl-Grossart ist Promotionsstipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und sie promoviert in Musikwissenschaft und gespielt werden Stücke von Giuseppe Torelli. Herzlichen Dank, bitte. Ich freue mich auf die erste festliche Rede unserer Vorstandsvorsitzenden Dr. Dagmar Enkelmann hier im neuen Gebäude. Ja, liebe Ehrengäste,
Im Namen des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte ich Sie alle hier ganz, ganz herzlich begrüßen. Üblicherweise kommt jetzt die Begrüßung besonderer Gäste. Das ist etwas schwierig, weil Sie sehen, wir sind für diesen großen Saal relativ wenig Leute. Sie sind alle besondere Gäste. Und deswegen gestatten Sie und seien Sie mir nicht böse, dass ich heute keinen Namen nenne, sondern einfach sage, wir freuen uns, dass Sie da sind und dass Sie diesen Start heute mit uns gemeinsam auf den Weg bringen. Ja, liebe Gäste, es ist vollbracht. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ihr eigenes Gebäude und das im 30. Jahr des Bestehens der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir sind stolz auf unser Haus, auf den Platz, an dem es sich befindet und auch darauf, dass wir unsere Eröffnung noch vor dem BER feiern können. Ja, wenn auch, aber es ist gelungen. Und Sie alle haben uns auf diesem Weg begleitet. Dafür möchten wir ganz, ganz herzlich Dank sagen. Nicht alles ging immer reibungslos. Manch Konflikt musste ausgetragen werden, manche Änderung des Projekts vorgenommen werden. Wir haben Entscheidungen treffen müssen, die uns nicht leicht gefallen sind. Und dazu gehörte unter anderem die Entscheidung, dass ein Bereich der Stiftung am Franz-Mehring-Platz geblieben ist. Das heißt, wir haben einen zweiten Standort hier in der Nähe sozusagen eingerichtet. Wir haben, der eine oder andere von uns hat sicher jetzt mehr graue Haare bekommen. Ich vermute Axel ganz besonders, also Axel Krummrei oder auch Sorgenfalten. Meine schlaflose Nacht liegt wohl hinter uns und unzählige Sitzungen, Telefonschalten, Zoom-Konferenzen, Baubegehungen und so weiter und so fort. Jetzt aber steht das Ergebnis hier. Der Umzug ist erfolgt, die meisten Kisten sind ausgepackt und Stück für Stück erobern wir unser Haus. Und deswegen lassen Sie mich an ein paar Eckdaten aus diesen letzten Jahren erinnern. Seit Dezember 2014 sind wir, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Eigentümerin des Grundstücks Pariser Kommune 8a. Übrigens sind wir auf diesem Areal der einzige nicht kommerzielle Eigentümer. Auch das sei dazu mal gesagt. Im Herbst 2015 haben wir uns dann mit einem offenen, zweiphasigen Realisierungswettbewerb auf den Weg gemacht, das Haus für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu finden. Und dass wir am Ende zu einem einstimmigen Ergebnis der Jury gekommen sind, das war nicht vorauszusehen. Aber wir hatten ganz, ganz tolle Jurymitglieder, sodass das tatsächlich gemeinsam gelungen ist. Dafür Dank an alle, die bei dieser Jury auch mit dabei gewesen sind. Ja, und unser Anspruch war von Anfang an, dort, wo Rosa Luxemburg dran steht, sollte auch Rosa Luxemburg drin sein. Und das bedeutete für uns tatsächlich größtmögliche Transparenz des Gebäudes, aber auch des Verfahrens, des Bauablaufes, der Entscheidungen. Und wir wollten ein offenes Haus, ein Haus, das einlädt zum Dialog, das vielfältige öffentliche Angebote macht. Und zum Dialog gehörte für uns eben auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in diesen Prozess mit einbringen, dass wir also eine sehr breite Mitarbeiterinnenbeteiligung tatsächlich auch geschafft haben. Und ich möchte deswegen auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich Dank sagen dafür, dass sie sich auf sehr unterschiedliche Art, auf vor allen Dingen aber konstruktive Art und Weise eingebracht haben, dass sie viel Herzblut auch schon sozusagen in der Vorbereitung dieses Baus mit eingebracht haben. Und weil er heute nicht hier sein kann, möchte ich nun doch einen Namen nennen. Ein großer Dank geht an den ehemaligen Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Florian Weiß. Er hat maßgeblichen Anteil am Erfolg unseres Projektes und es ist einfach schade, dass er heute nicht da ist. Ganz herzlichen Dank, Florian Weiß. Liebe Ehrengäste, ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass wir mit unserem Bau auch ein Stück Berliner Architekturgeschichte geschrieben haben. Unter dem wollten wir es auch nicht machen. Stimmt, Herr Nalewig? Ja, unsere Forderungen im Wettbewerb, die waren ganz sicher anspruchsvoll. Also Rosa Luxemburg sollte erkennbar sein. Wir wollten ein Haus, das sich positiv
und bescheiden abhebt von all dem Glas und Beton, was uns umgibt. Und es sollte sich einfügen in das Denkmalensemble Postbahnhof. Aber ich denke, das ist geglückt. Genau das haben wir miteinander umgesetzt. Und es ist geglückt, dass es ein junges, ein internationales Team um das Ehepaar Nallewig und Herrn Trujillo Moya, wo ist, ach, da sehe ich ihn, war, das tatsächlich mit seinem Angebot auch unseren Vorstellungen am nächsten kam. Das gab ja ein sehr einhelliges Ergebnis der Jury. Ich glaube, wir haben auf dem zweiten Platz sogar ganz verzichtet, weil wir gesagt haben, das ist einfach mal das, was wir wollen. Und nun ist aus diesem kleinen Modell, was ich immer noch so vor mir sehe, nun ist sozusagen das Große draus geworden und so viel anders sieht es nicht aus. Also ja, natürlich sieht es anders aus, es ist größer geworden, aber genau das ist es geworden. Und jetzt heißt es für uns tatsächlich, diese Hülle auch mit Leben zu füllen. Vor allem mit den vielen neuen Möglichkeiten, die wir haben, die wir hier im Haus haben. Sie sind eine Möglichkeit, sehen Sie hier mit diesem Saal, der teilbar ist, der also für verschiedene Veranstaltungen auch verschiedene Größen genutzt werden kann. Aber Sie werden sicher nachher auch noch eine Etage höher gehen, werden die Bibliothek sehen. Auch das war etwas, was wir unbedingt wollten, dass die Bibliothek öffentlich ist, aber vor allem, dass sie auch genutzt werden kann als Veranstaltungsraum. Und genauso ist es auch geworden, ein richtig schöner Raum, den wir tatsächlich auch füllen können. Ja, wir wollen es aber nicht nur hier im Haus, sondern auch am Haus. Und der eine oder andere hat es gesehen, ein bisschen spät, aber natürlich, als Sie gekommen sind, haben Sie gesehen, da steht ein Kran und der bringt da oben was an und das ist ein Banner, auf dem wir uns positionieren, auf dem wir auch eine politische Botschaft als Stiftung sozusagen erklären, nämlich keine wahre Stadt. Das ist eines der zentralen Themen, mit denen wir uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigen. Wir arbeiten international, aber auch national dazu mit vielen. Wir sind gut vernetzt mit auch zivilgesellschaftlichen Initiativen zu diesem Thema. Es ist ein Thema, was uns auch weiterhin beschäftigen wird und wo wir uns politisch in den öffentlichen Diskurs mit einmischen werden. Und die Stelle, an der das Banner jetzt hängt, ist eine feste Stelle. Dafür haben wir ja dann gemeinsam gesorgt, dass wir etwas haben, wo also immer mal wieder ein Banner ran kann mit unterschiedlichen Themen und das werden wir füllen und das können Sie weiter auch beobachten. Ja, liebe Festgäste, ein Highlight des Baus werden auch unsere Klinken sein. Natürlich nicht alle, also zum Beispiel dort, wo wir Brandschutztüren haben, dürfen wir das leider nicht. Aber wir haben inzwischen schon eine ganze Reihe von Klinken getauscht mit Partnerorganisationen im Land, aber auch im Ausland. Wir haben sie getauscht oder werden sie auch künftig noch tauschen und werden sozusagen diese Klinken, die wir von unseren Partnern haben, werden wir hier im Haus anbringen, an die Türen anbringen. Das ist Projekt ist Ergebnis des Wettbewerbs Kunst am Bau. Das haben wir sozusagen parallel zum Baubeginn gestartet. Und es war die Idee der Professoren Behren und Petri von der Alanus Hochschule in der Nähe von Bonn, die gesagt haben, Klinken als Türöffner, das könnten wir uns vorstellen, das könnte etwas Verbindendes sein. Und wir wollen natürlich mit den Klinken auch Geschichten erzählen über dieses linke Netzwerk, was da ist, über unsere Partnerinnen und Partner. Und ich habe hier unter anderem eine Klinke, die ist aus Lillis Lief. Lillis Lief war die Farm, in der die ANC-Kämpfer Anfang der 60er Jahre sozusagen zunächst mal Unterschlupf gefunden haben. Unter anderem auch Nelson Mandela war da. Also man kann sich jetzt vorstellen, die hat auch mal Nelson Mandela angefasst, diese Klinke. Also ich stelle mir das jedenfalls vor. Und das ist unter anderem, da ist jetzt ein Museum drin, das also informiert über den Befreiungskampf. Wir haben im vergangenen Jahr als Stiftung dort eine ständige Ausstellung eröffnet, und zwar über die Solidarität der DDR mit dem südafrikanischen Befreiungskampf. Eine ständige Ausstellung, die also dort ist. Und das haben wir unterstützt und ich bin froh, dass wir unter anderem auch von dort eine Klinke geholt haben und sie wird einen würdigen Platz, denke ich mal, in unserem Haus finden. Und weil ich das vorhin gefragt worden bin, naja, die Professoren hatten die Idee und jetzt sind die Klinken da, wer macht der arme Hausmeister, der die einbauen will, dann habe ich gesagt, nee, nee, das sind die beiden Professoren, Herr Petri und Herr Behren, die diese Klinken auch einbauen. Die also nicht nur die Idee hatten, sondern sich jetzt auch rangemacht haben, tatsächlich die Klinken dorthin zu bringen, wo sie hingehören.
Ja, deutlich erweitert haben sich unsere Möglichkeiten auch für die Präsentation zum Beispiel von eigenen Ausstellungen hier im Haus. Und einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Jahr wollen wir mit der Ausstellung, die wir hier heute eröffnet haben, geben. Es ist eine Fotoausstellung. Sie ist Ergebnis eines Wettbewerbs des Athena-Büros. Wir werden im nächsten Jahr im Übrigen ja den 150. Geburtstag unserer Namensgeberin feiern. Und in Athen hat man einen Wettbewerb gestartet unter dem Titel Ein neues Kleid für Rosa. Und es waren Studierende der School of Fine Arts Athen, die sich sozusagen dem Leben, den Schriften von Luxemburg zugewendet haben, die sich auseinandergesetzt haben damit und die versucht haben, diese Ideen von Rosa Luxemburg und das, was sie so gelesen haben, umzusetzen in ganz unterschiedliche, ganz vielfältige Kunstobjekte. Da ist also ganz, das ist alles dabei, es ist Malerei dabei, es sind Skulpturen dabei und vieles andere. Was man jetzt sehen kann, sind Fotos. Im nächsten Jahr, im März, werden wir dann tatsächlich auch die Kunstgegenstände dann hier im Haus haben und werden sie dann in einer Ausstellung präsentieren. Ja, liebe Gäste, ich glaube, Sie spüren das. Wir freuen uns auf unser Haus und wir möchten diese Freude natürlich mit vielen teilen, was jetzt eben so noch nicht ganz geht. Deswegen werden wir unsere Eröffnung eigentlich in mehreren Schritten machen. Wir haben am Montag ein Warming-up mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Heute sind Sie hier. Wir werden also immer wieder Angebote haben, wo wir sozusagen liebe Leute einladen, die gerne bei uns sind. Alle konnten eben heute leider nicht dazu kommen. Das wäre sehr schön. Aber ich lade Sie natürlich alle ein, immer mal wieder hier vorbeizuschauen, sich anzuschauen, was wir hier so tun, mit dabei zu sein und vor allen Dingen auch unsere Angebote zu nutzen, die wir Ihnen hier auch machen. Ja, ich danke Ihnen allen nochmals ganz, ganz herzlich für Ihren Beitrag zum Gelingen dieses Projektes, unseres gemeinsamen Projektes. Und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie heute hier mit uns gemeinsam diesen Start feiern. Vielen Dank an Sie. Thank you.
und jetzt haben wir eine kleine Überraschung noch für Sie. Uns ist nämlich eine Videobotschaft zugegangen. Ja, er war lange Jahre Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung und in dieser Funktion im Übrigen verantwortlich für den Bau. Dann wurde er als Landesvater nach Thüringen gerufen, aber er hat all die Jahre großen Anteil am Bau und am Fortgang des Geschehens genommen. Sehen Sie jetzt eine Videobotschaft von Bodo Ramelow. Ein ganz kleines Ereignis für die Riesenstadt Berlin, ein vielleicht etwas größeres Ereignis rund um den Ostbahnhof, aber das größte Ereignis aller Zeiten für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich freue mich so unglaublich, heute von hier aus, von Erfurt, grüßen zu können und dem Baby, dem ich mal auf die Sprünge geholfen habe, heute wirklich die letzten Weihen geben zu können. Also das letzte Signal, dass jetzt alles funktionsfähig ist, hoffe ich jedenfalls, dass fast alles funktionsfähig ist. Irgendwas ist ja immer, sei es die Kaffeemaschine, der Kühlschrank oder irgendeine Tür, die klappert. Das mag ja alles so sein, aber dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt ihr eigenes Gebäude hat, dass von den großen Stiftungen eine, die am längsten warten musste, eine, die am längsten kämpfen musste, nun auch das Gebäude fertiggestellt ist und das in der Nähe vom Bahnhof, vom ehemaligen Hauptbahnhof Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, im benachbartem Quartier zum neuen Deutschland. Jedenfalls steht das ja oben auf dem Gebäude immer noch drauf und wie ich gehört habe, soll es denkmalgeschützt sein. Und nun zieht das Baby Rosa-Luxemburg-Stiftung um in das eigene Gebäude und wird groß. Und dass das gelungen ist, das war wirklich eine Kraftanstrengung für viele Akteure. Ich erinnere mich an die Haushaltsausschusssitzung im Deutschen Bundestag, Gesine, die gekämpft hat, damit es überhaupt funktioniert. Ich erinnere mich an Heinz Fietze, der gesagt hat, trauen wir uns das zu und wird das werden? Ja, und da ich etwas vorlaut war, habe ich ja auch die Verantwortung am Anfang übernommen als Vorstandsmitglied der RLS. Und habe gesagt, das kriegen wir gemeinsam hin, um ein berühmtes Kanzlerinnenwort mal zu benutzen. Wir schaffen das. Klar, am Anfang hörte sich das leicht an und als ich dann von Erfurt aus die Bauvorarbeiten planen musste, als ich zum ersten Mal Videokonferenzen organisiert bekommen habe und von Erfurt zugeschaltet war, als die Bauberatung jede Woche einmal von Erfurt aus digital stattgefunden hat, da konnten wir uns noch nicht vorstellen, was uns Corona noch alles zu bieten hat. Deswegen, es war ein langer Weg und es war ein Weg voller Irrungen und Wirrungen und voller komplizierter Probleme. Eine große Tageszeitung, die meinte mir, daraus noch eine Stasi-Geschichte anhängen zu müssen. Grundstücke, die angeblich gesichert worden seien und ich hätte da als Geschäftsführer doch noch eine gewichtige Aktie dran gehabt. Ja, schön wäre es gewesen, wenn ich da irgendeine Aktie dran gehabt hätte. Ich hatte immer nur das Vergnügen, darum kämpfen zu dürfen, dass das Grundstück für die RLS erhalten bleibt und nicht in den Querelen untergeht. Das wollte aber auch der Kollege nicht so genau wissen. Und dass ich nicht einen einzigen Cent jemals dafür erhalten habe, dass ich meine Leistung, meine persönliche Leistung mit reingesteckt habe, dass das eben Ehrenamt ist und dass dieses Ehrenamt mir viel Freude gemacht hat, das will ich heute einfach zum Ausdruck bringen, dass all die Schwierigkeiten im Sinne von Goethe das Fundament sind. Die Steine, die man dir in den Weg legt, aus denen kannst du was Wunderbares bauen. Und genau das hat die RLS gemacht. Mit den ganzen Vertretern aus der Stadtverwaltung, aus der Bauverwaltung, mit den Vertretern der Bundesbehörden, die dann auch lernten, ein wenig Geduld haben zu müssen. Die ein oder andere juristische Schlacht, die noch geschlagen werden musste. Aber am Ende, jetzt sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer guten Qualität und das Haus soll ein offenes Haus werden. Jedenfalls nach Corona wünsche ich euch, dass ihr überlaufen werdet von Menschen, die neugierig sind auf Wissen, auf Bildung, auf Erkenntnisse. Das soll das Haus sein und dafür wünsche ich allen Beteiligten alles, alles Gute und allen Bauleuten herzlichen Dank, allen, die geholfen haben, herzlichen Dank, denen, die in der Jury Pate waren, dass es alles gut gelingt, herzlichen Dank, den Architekten, den Fachplanern, all denen sei mein Dank von hier aus übermittelt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und genießt es im neuen Gebäude. Heute bin ich nicht dabei, aber
Demnächst komme ich mich wieder kundig machen, wie kuschelig ihr es euch gemacht habt. In diesem Sinne, gebt viel Input. Dafür seid ihr da. Ihr seid die Stichwortgeber für eine kreative Debatte in unserer Gesellschaft. Danke auch dafür. Und deshalb beste Grüße aus Erfurt nach Berlin. Habt einen schönen Tag. So, den einen oder anderen kleinen Schwank haben wir jetzt schon angedeutet bekommen oder gehört. In diesem Sinne geht es jetzt vielleicht noch ein paar Minuten weiter. Es folgen jetzt drei kurze Gespräche, drei Fragen, drei Antworten an drei Personen, die hier nacheinander dann bitte gleich nach vorne kommen. Die Fragen stellt Daniela Trochowski und zwar als erstes Max Nalleweg von Kim Nalleweg und Trochio Architekten und stellvertretend für sie im Anschluss dann Axel Krumrei als Baukoordinator der Stiftung und zu guter Letzt Gesine Lötsch, Mitglied des Bundestages. Ja, vielen Dank, Janine. Ich glaube, das ist auch eine schöne Idee, den Menschen, die hier lange beschäftigt waren mit diesem Bau in unterschiedlicher Weise die Interviews, die Fragen zu stellen, weil ich das Privileg habe, ja fast die Lorbeeren sozusagen einheimsen zu können mit dem Einzug und mich um die letzten Probleme zu kümmern mit dem Amtsantritt erst im Februar. Und ich habe eine ungefähre Ahnung, was der Bau eines so komplexen Gebäudes bedeutet. Herr Nalleweg, Sie haben ja den Architekturwettbewerb für sich entschieden. Frau Dr. Enkelmann hat vorhin schon beschrieben, vom Modell ja, zum richtigen Gebäude. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so heute, vielleicht auch in den nächsten Wochen, was wird Ihnen durch den Kopf gehen, dieses fertige Gebäude sehen? Ja, ich muss, dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Also vor ungefähr 2 Wochen waren wir mal wieder auf einem Rundgang hier im Gebäude, nachdem Sie das übergeben bekommen haben, und haben plötzlich im Gebäude nach der Baustelle, die ja fast abgeschlossen ist, sage ich mal, ganz viele Mitglieder der Stiftung getroffen, gesehen, bekannte Gesichter, mal mehr, mal weniger, wie sie plötzlich das Gebäude für sich übernehmen, hier einziehen, sich einleben und ihre Arbeit beginnen. Und das hat uns sehr beeindruckt. Also es hat uns sehr begeistert zu sehen, wie unsere Ideen auf Papier und als Modell, Frau Enkelmann hat das sehr gut gesagt, dieses kleine Modell und die Pläne, jetzt in die Realität überführt worden sind. Also wirklich der Großteil der Ideen auch umgesetzt worden sind. Und kurzum, wir sind begeistert jetzt. Und natürlich als erstes großes Projekt auch umso mehr. Ja, dann setzen wir mal bei Ihren Ideen fort. Die X-Stützen und die Klinkerfassade, die werden ja immer wieder als auch Teil der Architekturgeschichte, die wir hier schreiben, beschrieben. Und wir werden immer wieder gefragt, was das bedeutet. Und heute Mittag haben wir so ein Stück weit auch gesagt, es lässt natürlich für Interpretation sehr viel Spielraum. Aber um es nochmal aus Ihrem sozusagen Munde im O-Ton zu hören, was haben Sie sich bei der Klinkerfassade und vor allen Dingen bei den X-Stützen Stützen gedacht? Vielleicht fange ich noch kurz vorher an, die Farbe Rot, rote Klinker sind es ja auch und jetzt sind sogar rote Fenster geworden, das hatte sich im Entwurf, das war im Wettbewerb noch nicht so, wir haben uns, da stellt sich glaube ich gar nicht die Frage, das passt glaube ich gut zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, warum Klinker, aber es hatte natürlich, und Frau Enkelmann hat es auch schon angedeutet, Sie haben schon viel vorweggenommen, sehr gut, also Sie haben es alles sehr gut wiedergegeben. Das hat natürlich mit dem Ort zu tun, also wir wollten kein Projekt machen, was hier einfach abgesetzt wird und sich einreiht in die Investorenarchitektur, die hier gerade realisiert wird drumherum, sondern es sollte eigentlich einen Kontrapunkt bilden, also sich in das Ensemble einreihen und so auch etwas Besonderes an diesem Ort sein. Die X-Stützen, ich mache es kurz, darüber, das werden wir oft gefragt und es gibt viele Geschichten, aber natürlich hat das was Bildhaftes mit dem Begriff Rosa Luxemburg zu tun und das X an sich so als widerständiger Buchstabe taucht immer wieder auch in Protestbewegungen auf, meiner Meinung nach, so haben wir das interpretiert. Also komplett passend zu uns. Was glauben Sie denn, was Ihnen bei keinem anderen Projekt, das Ihnen, also ein Erlebnis, Erfahrung, die Ihnen hier begegnet ist in den letzten Jahren, was Ihnen bei keinem anderen Projekt in Zukunft passieren wird? Also, keine Details. Nein, wir haben, nur positive Dinge, bitte. Nein, wir haben, glaube ich, das muss man sagen, wir werden wahrscheinlich, wir sind ja noch Jura-Architekten, aber wahrscheinlich an keinem Projekt in so kurzer Zeit so viel lernen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und da muss man dazu sagen, dass es natürlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung nur einmal gibt als Bauherrn und dass deswegen wir so eine Aufgabe wahrscheinlich gar nicht nochmal machen werden, weil das Projekt ja auch immer anders ist und es sehr vom Bauherrn abhängt. Und das ist eigentlich das, dass wir extrem viel gelernt haben und Ihnen auch in dieser Form sehr gut zusammengearbeitet haben, glaube ich, um gemeinsam ein gutes Projekt hier zu realisieren. Vielen Dank. Den Dank kann man direkt weitergeben an Herrn Krumrei, glaube ich.
Herr Axel, graue Haare, Sorgenfalten, das haben wir am Montag schon bedient, das Bild, Dagmar hat es jetzt auch nochmal bedient, aber ich glaube auch für dich gilt, du hast viel Erlebnisse gehabt, du hast viel gelernt, das ist jedenfalls meine Erfahrung, wenn man so einen Bau begleitet, man lernt eine ganze Menge, das hast du am Montag auch schon beschrieben. Wie ist denn, dass du als Bauleiter hast über Jahre die als Baukoordinator die Koordination für die Stiftung inne gehabt? Was hat sich denn von deinen Vorstellungen erfüllt im Laufe der Jahre und was ist überhaupt nicht aufgegangen, völlig anders ausgegangen, als du dir das am Anfang erwartet hast? Na, ehrlich gesagt, bin ich 2015 so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt Monate Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich diese Funktionen dann ausfüllen soll, beziehungsweise was möglicherweise damit verbunden sein wird. Wir hatten damals eine gewisse Problemsituation. Wir waren intensiv in Gesprächen mit den Bundesbehörden, mit der Berliner Architektenkammer, um dann tatsächlich auch überhaupt erstmal zu einer Auslobung und zu einem Architektenwettbewerb kommen zu können. In der Phase bin ich dann in dieses Projekt reingerutscht und habe quasi tagtäglich mit dazugelernt. Insofern Max Nalleweg und ich, uns verbindet da wahrscheinlich das ein oder andere, mit dem Unterschied, dass er aus dem Fach kommt, ich quasi tagtäglich neu mit dazulernen musste und mich erst in dieses ganze Projekt einarbeiten musste. Insofern war damals die Zielstellung, das Ding irgendwie auf geordnete Bahnen zu bringen. Und dann tatsächlich am Ende dieses Gebäude, so wie es Bodo Ramelow ja auch treffend formuliert hat, dann auch zu dem zu machen, was wir als Stiftung eigentlich wollen. Nämlich ein offenes, transparentes Gebäude, in dem die Kolleginnen und Kollegen gute Arbeitsbedingungen haben. Der Neubau ist das eine, aber wir haben es ja an verschiedenen Orten schon betont und in den Reden haben es Dagmar und Bodo ebenfalls gesagt, es soll ja auch so ein Stück weit ein Signal, das ist jedenfalls unser Anspruch, von diesem Ort ausgehen. Was wünschst du dir denn, welche Wirkung von diesem Gebäude ausgeht in die Stadt, ins unmittelbare Umfeld? Also es ist ja tatsächlich so, wir haben ja, also optisch markant sind wir ja tatsächlich mit der roten Klinkerfassade, mit den X-Stützen, die sind ja jetzt auch schon ganz häufig hier erwähnt worden und man sieht es ja auch, ist ja nicht bloß so, dass man das verbal transportieren muss, sondern auch optisch sind wir natürlich dadurch schon präsent. Nur ist natürlich ein Stück weit abhängig davon, was hier noch in unserer näheren Umgebung tatsächlich baulich passiert. Wir wissen ja, dass möglicherweise direkt hier an der Ecke hin zur Mühlenstraße Pariser Kommune noch ein 118 Meter hohes Hotel gebaut wird. Derzeit genießen wir den Spreebeck noch ein bisschen, also insbesondere ihr. Ja. Auf der Büro-Geschäftsführungsseite in der 8. Etage, das wird möglicherweise perspektivisch ein bisschen anders sein. Derzeit ist es aber noch so. Insofern glaube ich tatsächlich, dass diese optischen Dinge schon auch eine gewisse Wirkung dann in den Stadtraum entfalten werden. Dass wir uns auch, also wir haben viel zu oft miteinander diskutiert, ich habe schon das Ganze verinnerlicht, was mir die Architekten immer wieder mit auf den Weg gegeben haben. Also es ist tatsächlich so, wir sind ja hier in einem historischen Stadtviertel und allein deshalb passt dieses Gebäude auch deshalb hierhin relativ gut in die denkmalgeschützte Kulisse mit den Postbahnhof-Packhallen im Hintergrund und hebt sich dadurch von den Investorenbauten, die hier ringsherum in die Höhe sprießen, ab. Aber ich glaube, nicht bloß das Gebäude als solches muss wirken, sondern natürlich auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich glaube, dafür tun wir ja eine ganze Menge hier, dass wir auch nach außen, dass wir politische Bildungsangebote hier unterbreiten, dass wir Leute ins Haus holen, dass wir denen unser Haus zeigen, dass wir aber gleichzeitig mit ihnen politisch bildnerisch arbeiten. Und ich glaube, da hängt auch ganz viel von den Kolleginnen und Kollegen, von uns allen, von dem breiten Netzwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung ab, dass wir tatsächlich auch über unser Haus hinaus eine Außenwirkung in Zukunft entfalten. Ja, das ist unser Ziel, weiterhin. Und was das Hotel anbelangt, hoffen wir, dass die Bauverwaltung hier in Friedrichshain, Kreuzberg, nicht ganz so auf die Tube drückt, sondern sich ein bisschen Zeit lässt. Danke, Axel. Vielen Dank. Ja, Gesine, Bodo und Dagmar haben es schon betont, du warst maßgeblich daran beteiligt, dass wir als letzte politische parteinahe Stiftung ein eigenes Gebäude erhalten, beziehungsweise die Mittel für ein eigenes Gebäude erhalten, dass der Bundestag dahinter einen Haken setzt. Welche Bedeutung hat das für dich, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein eigenes Gebäude hat? Also erstmal möchte ich sagen, es sitzt ja noch ein Mithaushälter hier im Raum, Dietmar Bartsch, der daran
natürlich auch einen großen Anteil hat. Aber gerade in der Zeit von 2002 bis 2005, als ich mit Petra Pau alleine die linke Fahne im Bundestag hochgehalten habe, war es für uns ja auch eine Frage, auch einfach unseren, ich sag mal das schöne Wort, historischen Optimismus zum Ausdruck zu bringen, dass unsere politische Idee, die wir vertreten, nicht hinten runterfällt, sondern dass wir auch ganz selbstbewusst gesagt haben, wir wollen ein eigenes Gebäude, wir wollen genauso wie die anderen Stiftungen uns in dieser Gesellschaft repräsentieren, weil wir der Überzeugung sind, dass wir wirklich für eine gute, richtige und wichtige Idee eintreten. Und ich finde gerade auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, die Roten Klinke erinnern mich natürlich auch daran, dass wir ja in Friedrichsfelde auf dem Friedhof der Sozialisten das Revolutionsdenkmal haben. Und das ist für mich auch eine enge Verbindung, zumal das auch erfreulicherweise in meinem Wahlkreis liegt. Die Umgebung muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal beschreiben. Die ist hinlänglich in den Reden beschrieben worden. Viele von Ihnen kennen sie ohnehin, auch aus dem täglichen Verkehr. Mir fällt immer so ein Stück weit, wenn ich bei Kollegen bin, der Mercedes-Stern auf, der sich hinten dreht und den Kollegen, die hinten raus sitzen, ja Tag für Tag ins Auge springt, also sozusagen Konterpart für die Stiftung. Welche Rolle, meinst du, sollte die Stiftung mit ihrem Gebäude, dieses Gebäude, 31 Jahre nach dem Mauerfall, 30 Jahre nach der Vereinigung, hier an diesem Ort, an dem historischen Ort, nah bei der ehemaligen Mauer einnehmen? Welche Rolle sollte sie spielen? Also ich glaube, dass wir wirklich politische Bildung brauchen in dieser Gesellschaft. Und wir sehen ja, dass das immer schwieriger wird, einzuordnen, welche Dinge passieren, dass der Überblick immer komplizierter wird. Und wenn wir uns zum Beispiel unsere aktuellen Debatten im Bundestag anschauen, da haben wir eine Partei, die leugnet, dass es überhaupt eine Pandemie gibt. Und wenn sie zugeben muss, dass es die gibt, dann sagen die, aber die kommt alle von Ausländern und die bringen das Unglück in unser Land. Zum anderen dürfen wir nie vergessen, dass es diese rechtsextreme Partei nicht gegeben hätte, wenn nicht die Parteien der Großen Koalition quasi den Boden dafür bereitet hätten. Und ich glaube, diese Fragen, die ja nicht so einfach zu durchschauen sind, mit vielen Menschen zu diskutieren und nicht nur mit Menschen, die einen akademischen Hintergrund haben. Das ist ja, glaube ich, die größte Herausforderung, auch Menschen zu erreichen, die aus, ich sage jetzt mal ganz allgemein, das ist vielleicht etwas altmodisches Wort, aus der Arbeiterklasse kommen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Stiftung angehen wird und wo sie hoffentlich auch erfolgreich sein wird. Ja, das ist ein hoher Anspruch, aber eines unserer Ziele. Vielen Dank, Gesine. Danke euch. Ein Gebäude kann noch so neu und noch so schön sein und mit sehr vielen schönen Worten bedacht werden an diesem hervorragenden Tag, aber ohne Schlüssel kommt man nicht rein. Deswegen haben wir hier einen absolut funktionalen, originalgetreuen, so wie wir ihn jeden Tag mit uns mittragen werden, vorbereitet und bitten eine Vertreterin oder einen Vertreter des Architektinnen-Teams nach vorn. Alle drei? Also wenn Sie das mit Abstandsregeln hier vorne schaffen, drücke ich die Daumen, vor allem uns und alle Beteiligten bitte nach vorn, die den Schlüssel übergeben möchten. Also wichtig wäre, dass am Ende der Schlüssel bei der Stiftung landet. Gut.
So, jetzt kommen wir auch in unser Gebäude rein. Herzlichen Dank. Von diesen Bewegtbildern hier vorn kommen wir nochmal zu Bewegtbildern hier oben. Rechtzeitig zur Eröffnung und zum 30-jährigen Bestehen der Stiftung gibt es auch einen neuen kleinen Imagefilm, kurz und sehr ansehnlich, und den möchten wir uns jetzt gemeinsam mit Ihnen anschauen. Es ist leicht, eine Institution, die seit 30 Jahren existiert, als selbstverständlich hinzunehmen. All die Mühen, all die Energien nicht mehr zu sehen, die es braucht, um diese zu erhalten und mit Leben zu füllen. Hunderte Publikationen und über 2000 Veranstaltungen jedes Jahr. Unzählige Ideen, die hier das Licht der Welt erblicken, um sich mit anderen zu verweben. Ganze Ströme aus Diskursen und Erkenntnissen, deren Quellen in dieser Stiftung liegen. Ein Ort, der alles andere als selbstverständlich ist. Ein Raum, eine Struktur, ein weit verzweigtes Netz. Und gefüllt mit unterschiedlichsten Praxen. All das muss Veränderungen standhalten oder diese gestalten. Alles muss bereit sein, sich immer wieder neu zu erfinden, um stets am Puls der Zeit zu sein. Bei all diesen Aktivitäten, bei einer derart großen Vielfalt an Themen, braucht es jedoch auch Schwerpunkte. Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht fest: der Kampf gegen Rechts, der Kampf gegen Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit sind diese Schwerpunkte. Es sind nicht einfach Themen, sondern die großen Zukunftsfragen der Menschheit. Die Herausforderungen könnten komplexer nicht sein. Nur durch die Expertise aus vielen verschiedenen Bereichen kann es überhaupt zu sinnvollen Vorschlägen kommen. Am Ende müssen diese in große Visionen münden. Denn nur mit einem guten Plan kann die Linke bei den kommenden Kämpfen erfolgreich sein. Die Stiftung wird der Entwicklung dieser Pläne ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Von Rostock bis München, von Düsseldorf bis Leipzig wirken Haupt- und Ehrenamtliche in 16 Landesstiftungen. Über 200 MitarbeiterInnen engagieren sich in der Bundesstiftung. Und global ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung in über 20 Standorten auf der ganzen Welt aktiv. Sie stemmt Projekte in über 80 Ländern mit hunderten Partnerorganisationen. Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist die Studienförderung. In den letzten 30 Jahren konnten über 1000 NachwuchsakademikerInnen durch Stipendien gefördert werden. 64% davon aus Familien ohne akademischen Hintergrund. All diese Aktivitäten sind nur schwer in Bilder zu fassen. Aber was einzig zählt, sind die Resultate. Ob die Analysen des Instituts für Gesellschaftsanalyse, die Veranstaltungen der Akademie für politische Bildung, die Forschung des Historischen Zentrums oder die weltweite Arbeit des Zentrums für internationalen Dialog. Erst in der Gesamtheit eröffnet sich das ganze Panorama der Möglichkeiten einer linken Stiftung. Wie kann 30 Jahre nach dem Ende der DDR über eine sozialistische Gesellschaft überhaupt noch gedacht und gesprochen werden? Was braucht es, um den Kapitalismus zu analysieren, zu verstehen oder zu überwinden? Wie kann eine wachstumsgetriebene Wirtschaft, die langsam den Planeten zerstört, noch aufgehalten werden? Nur die Gedanken, die Forschung und die Debatte vieler können die Antworten liefern, die es braucht, um Geschichte zu schreiben. Auch nach 30 Jahren ist eine Institution wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung keine Selbstverständlichkeit. Wir sollten nie aus den Augen verlieren, warum sie so wichtig ist, so unverzichtbar. Denn eine andere Welt ist möglich. Und es braucht Orte, wo diese Welt gedacht werden kann. Wer von dem Film nicht genug bekommen kann, ich nehme an, dass er jetzt bereits online steht oder es in Kürze sein wird. Jetzt ganz zum Schluss dieser Veranstaltung hören wir noch einmal Musik. Im Anschluss daran lade ich Sie nochmal ein, sich die Ausstellung hier umlaufend ums Gebäude anzuschauen. Ein neues Kleid für Rosa
Und es gibt auch noch die Möglichkeit zu einem kleinen Rundgang durch das Gebäude. Dazu gehen Sie bitte auch vorne in den Eingangsbereich und dort wird es dann Ansprechpartnerinnen geben, die Sie da begleiten in kleinen Gruppen. Und achten Sie bitte auch da auf den Abstand. Schön, dass Sie heute hier sind. Thank you.
I look, your smile can't disguise the look of love. It says so much more than just words could ever say.